Hallo, dies ist eine Rezension zur Lumino Lupenleuchte 824X- Pro. Hier sind die Eigenschaften. Diese Lupenleuchte. Die Linse ist 172 mm im Durchmesser, hat dieser 92 RA-Wert oder CRI-Wert, das ist, hier sehen Sie das, der gibt dann, wie gut eine künstliche Lichtquelle die natürliche Farbe eines Gegenstandes wiedergibt. Über 90 ist sehr gut. Und wir haben hier 92 oder über 92. Die Lupenleuchte hat Segmentschaltung und ist dimmbar. Der Diffusor hat ein, die LEDs der Lampe werden durch den Diffusor quasi, das Licht wird auf eine größere Fläche transformiert oder übertragen. Dies übernimmt der Diffusor. Er verteilt die Fläche auf das Licht einer LED auf eine größere Fläche, was dann zu weniger Spiegelungen auf dem Werkstück führt. Ich habe die 3-Dioptrien-Variante. Diese Rezession ist die 3-Dioptrien-Variante. Es gibt noch eine in 5. Ich habe die 3, weil die 3-Variante zu weniger Verzerrungen führen soll. Dies ist generell bei Lupen so, dass die je mehr Vergrößerung die haben, umso mehr verzerren die Lupen das Bild. Das heißt, dass das Bild ist dann zum Rand hin in der Mitte ist es halt dann klar und zum Rand hin verzerrt. Das ist der Unterschied zu, oder das ist bei größerer Vergrößerung merkt man halt diese Verzerrung immer mehr am Rand. Dann sind hier zu erwähnen der Stromverbrauch im Standby. Da ist ein 0,3 Watt Stromverbrauch im Standby. Der Lichtstrom hat 910 Lumen, also Lichtstärke. Und die Farbtemperatur ist 6500 Kelvin. Linsendurchmesser, wie gesagt, 72 cm oder Millimeter, 172 mm, so. Hier sind die 3 Dioptrien, die ich erwähnt habe. So, so kam die Verpackung, so kam die Lupenleuchte an. Hier war sie drin. Hier habe ich sie schon aufgebaut. Dort ist das Netzteil. Der Stecker wird hier angeschlossen an die Lupe, an die Lupenleuchte. Hier können Sie sehen,
Das ist jetzt etwa 20 mm. Und hier ist noch, das Gewinde hat noch etwa 10 mm oder etwas mehr Gewindefläche. Das heißt 15 bis, ich kann mal schnell messen, 15 bis 65 mm. Kann der Tisch hier die Breite haben, damit die Halterung fixiert werden kann. So, das Gestell selbst ist, die Feder da drinnen sind geschützt, man kann sich nicht verklemmen, allerdings macht die Geräusche, wenn man große Bewegungen damit macht. Das macht man ja beim Arbeiten nicht oft. Deswegen ist es für mich, kann ich es verkraften. Dann dieser Linsenschutzsack. Der war beim Lieferumfang dabei. Der schützt die Linse hervorragend vor den Einflüssen von Staub. Ich habe mir ehrlich gesagt vor dem Kauf Gedanken gemacht, wie ich die Linse vor Staub schützen kann. Ich dachte, ich lege einfach nur so ein Tuch wie dieses hier hin. So ein Brillenputztuch, ein großes. Gibt es ja mal hier in 40 Zentimeter mal 40 cm. Aber da dieser Sack schon dabei war, erübrigt sich meine Überlegung und optisch kann ich damit leben, dass er dann hier quasi so geschützt, dann vor Staub geschützt die Linse abdeckt, die große, den Linsenkopf. So, hier kommen wir direkt zur Leuchtlupe. Ich schalte sie ein. So, hier ist die Segmentschaltung. Es leuchtet nur die Seite. Es leuchtet nur die Seite. Kann man vielleicht so ein bisschen erkennen. Es leuchtet der komplette Kreis. Nur die Seite. Nur die Seite. Also die drei Modi für die Signalschaltung sind vorhanden. Dann ist hier, es sollten, ich glaube, 5 Stufen zur Dimmbarkeit sein. Das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 sind es 4. Ich schaue noch einmal. In die Beschreibung. In 4 Stufen dimmbar. Hier ist es. In 4. Also in 4 Stufen dimmbar. So, wieder zurück zur Leuchtlupe. Ich habe da schon mal ein bisschen hin und her geschaukelt, um zu sehen, mit welchem Abstand ich den Größe- und Vergrößerungs-
den größten Vergrößerungsfaktor habe. Das ist bei 25 cm Abstand zum Werkstück. Also 25 cm ist die größte Vergrößerung von 1,75 mit den drei Lumen. Der Diffusor funktioniert wirklich sehr gut. Also ich habe wenige Reflexe. Reflexe sage ich. Reflexionen. Das war im Vergleich meine alte. Man kann hier sehen, dass die LEDs, obwohl die hat auch einen Diffusor, aber ist, ja, wie soll ich sagen, hier hat man das, hier blendet das Licht einfach nicht so. Der Diffusor funktioniert hier besser, weil er dann komplett rund um diesen Bereich, um den Lupenbereich ist und indirekt das Werkstück mit Licht ja, bestrahlt. Hier können Sie den Diffusor sehen, die LEDs da drinne. Hier noch Aufschrift, wenn ihr es interessiert. Also das ist die im Moment größte Linse bei Lumino, die verkauft wird. Allerdings ohne Klappdeckel. Die anderen oder die meisten anderen Varianten haben, ich glaube, ja, die meisten anderen Varianten haben einen Klappdeckel, diese nicht. Nur wegen dem Klappdeckel habe ich mir halt da Gedanken gemacht, aber da der Stoffsack dabei ist, ist das ist es für mich okay. Ich kann damit leben. Und ich brauche mir auch nicht extra ja, einen Schutz für die Linse kaufen. Dieser war, wie gesagt, beim Kauf dabei. Für mich die 3-Dioptrien-Variante ist gedacht für das Warten von Angeln, Ausrüstung, Auseinanderbauen und Schmieren von hier von meinen Angelrollen. Da denke ich, wird sie die Funktion sehr gut erfüllen. 6500 Kelvin, die davor ja, ist eine einfache Leuchte, hatte ich glaube 2700 Kelvin oder maximal 4500. Bin mir jetzt nicht sicher. Jedenfalls ist es kein Vergleich, also eine normale Leuchte. Ich habe da meine Hand und hier, also ich habe hier ein ganz anderes Arbeitsgefühl zum unter dieser, ja, Lupenleuchte. Ich habe etwa 2013, im Jahr 2013 auf der Arbeit auch eine Lumino, aber mit Klappdeckel gehabt, wo es das Licht aber nicht dimmbar war. Das hat mich an der Lampe am meisten gestört damals. Aber sonst hat mir die Funktion der Lupe sehr gut gefallen, obwohl die auch kleiner war als diese hier. Ich glaube, das war die 120 mm Variante. Jedoch nicht dimmbar. Und das Licht war mir einfach zu grell. Also wenn man
Wenn man da drunter arbeitet, irgendwo hinguckt, ist ein großer Unterschied gewesen. Hier finde ich gut, dass man das an die jeweiligen Arbeitsbedingungen anpassen kann. Und der große Lupenkopf, die große Linse, die einen großen Bereich vergrößert und ausleuchtet. Ja, ich empfehle die Lupenleuchte von Lumino weiter oder guten Gewissens weiter. Für mich ist die Qualität für, ich glaube, so war das, etwas unter 150 Euro hat die gekostet. Ich glaube 140 oder sowas. Für diesen Preis liefert die Leuchte ja sehr gute Eigenschaften. Also es gibt die anderen Varianten, die anderer Hersteller, sage ich mal, sind mit ähnlichen ja, was soll ich sagen, sind um ein Vielfaches teurer, sage ich mal. Die Qualität hier, die Bildqualität. Ich muss auch sagen, dass ich, wenn ich jetzt durchs Handybild durchgucke und mit dem Auge durchgucke, ich mit dem Auge ein scharfes oder schärferes Bild habe und es ist klarer als durchs die Aufnahme hier. Deswegen ist es, machen Sie sich selbst ein Bild und es lohnt sich wirklich, so eine Arbeitslupe zu haben. Also es ist ein ganz anderes Arbeitsgefühl und ich bin mir sicher, dass ich damit viel Freude haben werde. So, das war die Videorezension der Lumino Vergrößerungslupe. Das ist die 824X-Pro Variante. Und ich empfehle sie sehr gerne weiter.